Lasst mich in Ruhe! Ja. Was zum... Ach, du kleiner Racke? Was geht hier ab? Ihr Bastarde hattet Glück, ja. Wir hätten euch fast ermordet. Es heißt ermordet. Habt ihr doch gesagt. Ha, kein Grund, pädiatrisch zu werden. Oh, na super. Wir hätten euch alle umgebracht. Bis auf dich. Umzubringen. Nein. Lady H will dich leben, aber nicht zuleben. Dann ist eure Mission erbärmlich gescheitert. Peter Quill, diese miesen Kopfgeldjäger behaupten, Lady Hellbender hätte sie angeheuert, uns zu töten. Hey, wir sind keine Nieten. Wir gehören jetzt zu einer Liga. Nein, 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 nicht Liga. Es ist... Du hast selbst gesagt, sie jagt uns bis zum Ende des Universums. Ich hatte gehofft, sie schickt ein Monster, nicht diese beiden. Wir hätten dich mörderisiert. Aber keine Sorge, da kommen noch mehr. Hast du das gehört, Peter Quill? Ein Lichtblick. Ja, das ist toll, Drax. Wir sitzen nicht mehr lange hier fest. Wir nicht. Hey, das ist ein großer Fehler. Ich bin unschuldig. Uns bald rausholen. Cosmo, bist Sehr du da draußen? Bald. Dann werdet ihr wünschen, wir hätten euch unschuldig. Haltet den Mund. Zusammen was. Wo sind die Hundis hin? Oh. Schön, dass du endlich aufgetaucht bist. Noch schöner wäre gewesen, wenn du mich gar nicht erst sitzen gelassen hättest. Ich war nie weg. In einem Moment ist alles gut und im nächsten... Warte mal, hast du mich als Köder benutzt? Ha. Tja, dein Plan ist aufgegangen. Ein bisschen zu gut. Immerhin sitzen wir im Gefängnis. Wir sind alle unsere eigenen Gefangenen. Die Gang der Unendlichkeit. Na, fantastisch. Du denkst also, Lady H holt uns hier raus? Niemand holt uns hier raus. Ihr Name ist Lady Hellbender. Im nächsten. Ah, hallo? Ja. Cosmo? Ich muss wirklich dringend auf die Toilette. Ja, bleibt ihm gefälligst von der Rinde. Und kommt denn jemand? Ah, okay. Au, das Pilz hier hat mich gekratzt. Ich mach gleich noch mehr. Ich werde dich ermördern. Die beiden anderen. Hey, Jungs! Euch hatte ich hier nicht erwartet. Klappe, Flacherdler. Flacherdler? Ja, noch dazu ein Ungepflegter. Schnauze jetzt und rein da. Komm schon, Mann. Was ist dein Problem? Du, deshalb sind wir weg. Ich bin gut. Doch, hast du. Und jetzt hör auf mit ihm zu reden. Nicht geklappt. Rocket, Kumpel, komm schon. Wir hatten was Cooles am Laufen. Du und Groot, ihr seid doch keine Schmalspur-Kopfgeldjäger. Spott. Was hast du gesagt? Ich sagte Spott. Man sagt nicht Spott, man sagt was Spöttisches. Oh, drücke ich mich für dich nicht korrekt genug aus? Weißt du was? Du bist so ein richtiges Wuff. Ich bin gut. Wuff bin gut. Das wuff ich auch. Ich mein Mann. Was? Willst du mich verwuffen? Ich hab euch eine Bazillion Mal gesagt, dass ich kein Wufftier bin. Was wuffst du denn? Du wuff wuff wuff. Ich bin gut. Wuff wuff wuff. Was ist das denn für ein Hexenwerk? Wo sind wir? Ihr immer noch seid auf Nowhere. Cosmo, wie geht's dir, Kumpel? Wir wollten gerade... Das ist Cosmo. Wächter von Galaxien verraten Cosmo Grund für Einbruch in Continuum-Cortex. Sonst Cosmo wird sie geißeln mit noch schlimmeres Psycho-Gulag. Einbruch in den... Füttere Cosmo nicht Katzenkeks, Peter Quill. Sowjetischer Hund. Du arbeitest mit Blood Brothers. Machst Ablenkung, damit Freunde dreister Waschbär und denkender Baum Continuum-Cortex benutzen können. Vielleicht wegen Eigennutz. Cosmo weiß auch, Wächter von Galaxien haben Nova-Träger auf Schiff. Zusammenhalten, Rocket verraten. Wir hatten nichts mit ihnen zu tun. Großes Missverständnis. Okay, das ist sicher nur ein großes Missverständnis. Stimmt's? Stimmt. Wir sind hier wegen eines Vorfalls auf Nova Rock. Wächter von Galaxien waren auf Nova Rock? Ja, wir wollten bei Centurion Corell unsere Strafe zahlen. Warum?
Seltsame Signale springen durch Galaxie. Wir hasen im Frühling. Cosmo schickt viele Teams für Untersuchung. Keines kommt zurück. Jetzt Novarok sendet selbes Signal. Wächter von Galaxien sagen Cosmo, was sie gesehen. Das Novakor hat einander umgebracht. Ich bin Groot. Als wären sie auf irgendeiner üblen Droge oder sowas. Oder wie ein Kult. Ja, dieses Ritual mit dem Priester. Es ging um ein Versprechen. Sofort, Sir. Bruderschaft der Raptoren. Kult der negativen Zone. Kirche der Universität. Wow, halt! Das sind sie. Und der alte Mann, der bei ihnen ist. Sein Shuttle explodierte auf der Harlas Hope. Der große Einiger Rekar, Kopf von Universelles Kirche von Wahrheiten. Cosmo kennt diesen Namen. Ein alter Kult. Sehr mächtig im Galaktisches Krieg. Jetzt nicht mehr so sehr. Du hast gesagt, der Rock sendet irgendein Signal. Könnte ihre Religion irgendwie... Nicht. Universelles Kirche von Wahrheiten. Stark mit goldhäutigem Gott. Wir könnten ja die Harlas Hope für dich untersuchen. Ich bin gut. Was? Keins deiner Teams kam zurück, richtig? Mir scheint, dir gehen langsam die Leute aus. Und wir wollen auch wissen, was passiert ist, genau wie du. Echt? Also lass uns das für dich machen. Piotr Quill immer winken mit Leckerli. Und danach immer bitterer Nachgeschmack. Was wollen Wächter von Galaxien dafür? Ganz einfach. Keine Anklage. Und Novacore und das World Mind sollen uns die Strafe erlassen. Dann gehen wir. Das sei nicht so einfach. Sie ist ein Flohkiste. Du brauchst uns. Uns? Fürs Erste. Außer du findest ein paar andere Dumme. In Sowjetrussland. Cosmo würde Kapitalistenabschau nicht glauben. Aber hier nicht Mutterland. Und Cosmo kennt Macht von Faustpfand. Wächterschiff bleibt auf Nowhere. Was? Du kannst uns nicht unser Schiff? Mein Schiff. Wie sollen wir die Harlas Hope finden? Frag dreisten Waschbär. Jetzt kommt. Zeit ist entscheidend. Okay, wir bauen ein Schiff. Und dann brechen wir uns in der Mission. Also, auf die uns ein Sowjet uns geschickt hat. Zur ursprünglichen Siedlung von frühen Tagen. Fantastisch. Bevor kam die Warngrube. Also gibt's die erste Bergbaukolonie noch? Da, jetzt verlassen. Größte Teil. Und da gehen streng verbot. Hier bist du also eingebrochen? Für Einbrechen war's zu einfach. Moment. Das ist der Continuum Cortex? Ist bester Weg, Nova-Schiff zu erreichen, bevor weiterfliegt. Du hast Corell gefunden. Wo ist sie? Nova-Schiff aktuell im Elytra-System, Orbit von Maiko-Planet. Contraxia? Cosmo nicht überrascht. Das dreister Waschbär mag Müllplanet. In den Toiletten finden sich wertvolle Informationen. Gesamter Planet sendet jetzt selbes Signal wie Novarok. Cosmo versteht nicht Zweck oder Absicht. Die ganzen Bars und Wettlokale und Bordelle. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. Cosmo ungern. Keine Sorge, Cosmo. Wir gehen dieser seltsamen Übertragung auf den Grund. Oder sterben bei dem Versuch. Niemals, Mann. Ich halte dir den Rücken frei. Ich bin Groot. Danke, Groot. Das weiß ich doch. Wie viele Personen wissen von diesem Ort? Genug. Ist nicht bekannt in ganzer Galaxie, aber Wissenschaftler kommen aus vielen Kulturen. Hätte Thanos von seiner Existenz gewusst. Ah, toter Titanenkönig, nicht länger Sorge für Anlass. Ich bin... Und was ist das? Noch ein Aufzug? Ich bin... Sie kriegen's gleich raus.
Bitte zurücktreten, Wächter von Galaxien. Welches Hexenwerk ist das? Ich weiß, als hätten Sie noch nie eine riesige transdimensionale Hand gesehen. Bitte Handfläche betreten. Und wenn etwas schief geht, wie kommen wir zurück? Mit Pass. Kann mit Cosmo kommunizieren und bei Notfall Wächter von Galaxien zurückbringen. Ich bin gut. Besser du als Captain Heldenmut hier drüben. Es ist soweit. Nova-Schiff untersuchen. Mit Passfunde melden. Und du redest mit dem World Mind? Und kümmerst dich um die Strafe? Cosmo gibt Bestes. Viel Glück, Wächter von Galaxien. Hat jemand Sicherheitsgurte gesehen? Diesmal solltest du dich nicht übergeben. Das ist... Na dann, das wieder. Ich wollte schwindelerregend sagen. Ich bin gut. Man gewöhnt sich dran. Sind wir im Weltraum? Wir sind irgendwo zwischen dem Raum, zwischen Dimensionen, zwischen der Zeit, sogar zwischen Realitäten. Was meinst du mit zwischen? Wir könnten mit diesem Ding theoretisch an alle Orte und Zeiten reisen. Sogar an Orte, die nicht existieren. Und es trotzdem tun. Blick ist unfassbar. Dann reisen wir nicht zurück und verändern das von die Strafe. Was für ein Name ist denn bitte Avengers? Fantastisch. Ist dieses Geräusch normal? Normal? Wart erst mal ab, was noch kommt. Ja, mögen Pat Benatar und Joan Jett über uns wachen. Von welchen Göttern sprichst du da? Göttinnen. Drax? War das der Raum aus dem, was das Strange das ist ein böses Omen unseres baldigen Todes. Wo du dich auch versteckst, kleine Licht. Oder es ist eine alternative Realität. Ich kenne dieses Geräusch. Das ist eine alternative Realität. Hey, seht mal, es ist Spider-Man. Moment, ist das die Erde? Peter! Mom? Dein Date für den Abschlussball. Komm rein, Janie. Peter wird gleich da sein. Wirklich? Janie? Okay, nächster Halt, Harlas Hope. Wahrscheinlich. Festhalten, Groot. Es geht los. Okay, es geht los. Oh nein, ich bin wieder hier. Wow! Alles klar, Leute? Sieht das etwa so aus? Okay, haltet durch. Ich stelle die Schwerkraft wieder her. Na toll. Dann sitzen wir für immer so fest. Rocket, Kumpel, wonach suche ich? Drax, sagt Mistlord, dass die meisten Schiffe mit externen Energieverteilern in Überdruckschleusen eine Pseudoschwerkraft erzeugen. Die Bestie will, dass du einen Energieverteiler suchst. Okay, und wie sieht sowas aus? Sag ihm, dass alle Energiereste in seinem Visor angezeigt werden. Und er soll nicht so viele verflagte Fragen stellen, sondern uns hier runterholen. Aha. Elektrogefahr. Vielleicht das, was wir brauchen. Dann nimm sie doch mit. Okay, in einem Tick habt ihr wieder Boden unter den Füßen. Ich hab so eine Art Batterie gefunden. Sieht intakt aus. Könnte nützlich sein. Sagt Mistlord, er soll sich daran festhalten. Halt dich daran fest, Peter Quill. Aha, nun. Wo stecken wir die rein? Etwas Furchtbares passiert. Was hat dir das verraten? Die fehlende Schwerkraft oder die Zerstörung? Beide. Okay, die Batterie ist eingebaut, Gamora, aber es passiert nichts. Echt jetzt? Ich bin gut. Na schön, ich sag's ihm. Hör zu, Bullenfreund. Sag mir, was du siehst. Da ist ein blauer Draht und zwei Anschlüsse, gelb und rot. Und ein großes grünes Ding. Lass das grüne Ding nicht an! Kein guter Zeitpunkt zum Schreien, Mann! Okay, okay. Steck zuerst das Kabel in einen der Anschlüsse. Wir brauchen nur Starthilfe. Einen der Anschlüsse? Irgendein? Das ist keine Quantenphysik, es ist egal. Langsam mag ich die Schwerelos. Wird schon schief gehen. Oh, verdammt! Das grüne Ding von mir. Du hast das grüne Ding angepasst, hab ich recht? Große Klasse, Quill! Na toll. Oh, Scheiße. Was
Ach du Scheiße, nicht schon wieder. Das kann ich doch nicht. So viel dazu. Verdammte Quick Time Events. Gerade so noch getroffen. Die Schwerkraft wurde nicht wiederhergestellt. Das ist eine Aufgabe, Quill. Ich hab genau das gewonnen. Das ist die Schwerkraft. Erzähl mir mehr über diesen Job, Naga. Warum? Ich versuche, Gemeinsamkeiten mit dir zu finden. Beeindruckend, Peter Quill. Ich wusste gar nicht, dass du sowas kannst. Ich auch nicht. Diese Schusswaffen werden immer beeindruckender. Das ist schon ihre zweite Transformation. Die dritte. Wenn das die dritte war, wann war dann die erste? Am Tag meiner Entführung, als meine Mom starb. Wir sollten unsere Ermittlungen für den Hund fortsetzen. Dazu müssen wir diese Trümmer aus dem Weg schaffen. Ich bin gut. Stimmt, es müsste sich durch einen Stromstoß bewegen. Na dann. Hätte ich Units, würde ich wetten, der Köter wusste, was uns hier erwartet. Kann jemand Quill sagen, dass das hier weg muss, damit wir weiter können? Was muss weg? Dass Peters Waffen wohl noch alles können? Dürfte ich sie mir ansehen, könnte ich es dir sagen. Ich glaube nicht, dass ich das wegbewegen kann. Das ist nicht gut. Was war das? Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe jetzt ein paar lose Zähne. Sollen wir Cosmo anrufen? Ihm sagen, was wir bisher gefunden haben? Ich bin gut. Was meinst du mit Codewort? Ich bin gut. Na schön, gut, ruf den Köter erst an, wenn wir uns auf ein Codewort einigen. Könnte nützlich sein, falls wir auf dem Schiff in Bedrängnis geraten. Wie wär's mit Quill will? Nicht unauffällig genug. Es muss was sein, das im normalen Gespräch vorkommt. Das Codewort lautet Fußfeger. Und wir sollten Cosmo erst anrufen, wenn wir wissen, was vor sich geht. Außerdem sollten wir unsere Benutzung von Hundebericht vereinheitlichen, um wichtige Informationen... Dann brauchen wir jetzt die Codephrase. Ja, ganz bestimmt, Kumpel. Hundebericht. Etwas hat das Novakor veranlasst, das Schiff zu verlassen. Vielleicht haben sie alle gekündigt. Nicht jeder gibt gleich auf, sobald mal was schief läuft. War das eine Spitze? Nein, eine deutliche Kritik. Ich bin gut. Die sind sauer? Und wie fühle ich mich? Können wir uns darauf konzentrieren, was hier passiert ist? Ich bin dafür. Die Ermittlungen für den Hund haben Priorität. Das ist der einzige Ausweg. Aber die Tür hat keinen Saft. Liegt wohl auf einem anderen Stromkreis. Kannst du den Strom nicht umleiten? Ich bin nicht der mit den Elektroknarren. Ah, okay. Andere Power. Wie viele sind wohl lebend hier rausgekommen? Nicht viele. Erklär deinen Pessimismus. Wer lebt, lässt jemanden wissen, dass er lebt. Und der Köter hat gesagt, er hat von keinem was gehört. Das ist die Lösung. Oh, okay. So einfach. Warum passiert das immer wieder? Da, alle gespürt, oder? Yep. Genau wie als ich versucht habe, die Schwerkraft wiederherzustellen. Dust. Sieht aus wie das, was auf dem Rock passiert ist. Es wurde verzweifelt versucht, eine letzte Verteidigungsposition zu halten. Gute Engstelle dafür. Alle Vorfälle scheinen eine Verbindung zu diesem Schiff zu haben. Vielleicht ist deine Freundin nach eurem Zusammentreffen durchgedreht. Ich bezweifle, dass Peter Quill eine solche Meuterei auslösen kann. Okay, wir müssen in Corells Büro gelangen.
Kann jemand Quill sagen? Komm schon, Mann. Können wir nicht einfach direkt miteinander reden? Okay, du weißt schon, dass deine Freundin es wahrscheinlich nicht geschafft hat. Jetzt bist du einfach nur gehässig. Ein Tomatenkurier. Ich frag mich, ob die Verbindung des Schiffes zum Worldmind ebenfalls unterbrochen wurde. Ich wünschte, ich würde mich auf der Wanne besser auskennen. Dann könnten wir rauskriegen, wo es angefangen hat. Weißt du, wo wir sind, Gamora? Nicht wirklich. Nova hat mir nie wirklich Freiraum gelassen. Sie hat gute Gründe, dir nicht zu trauen. Schon wieder? Ich habe nur gesagt, dass Novas Misstrauen dir gegenüber berechtigt war. Damals. Ja, komm. Je länger wir streiten, desto mehr könnten wir übersehen. Überaus inspirierend. Hast du das von einem Platzdeckchen? Ich sage nur, dass wir bis zum Hals drinstecken und zusammenarbeiten müssen, um wieder rauszukommen. Geht weiter. Könntest du deine Berichte gedanklich speichern? Kein Wunder, dass wir im Dunkeln rumstolpern mussten. Whoa, du bist ja ein heißes Gerät. Hör auf zu flirten, Rocket. Soll der verkehrt rum sein? Ach, nur wenn du die gesamte Energie des Schiffs durch die Decke ableiten willst. Das ergibt für mich keinen Sinn. Es muss einen Grund dafür geben. Einen fiesen. Versuch mal die Konsole. Damit können wir den Kern reinvertieren. Oder deinvertieren. Divertieren? Rocket! Die Konsole ist gesperrt, weil die Befestigungsarme eingezogen sind. Wenn wir sie aus den Seitentafeln fahren, können wir den Kern umdrehen. Huh. Ohne Strom scheinen die Arme festzusetzen. Ich wette, wir könnten sie kurzschließen. Wie? Hier muss irgendwo eine Energiezelle sein. Es ist soweit. Jetzt kommt's. Dass Peter Quills Maske uns mit ihrer geheimnisvollen Macht leitet. Daran ist gar nichts geheimnisvoll. Ich hab das verflagte Ding programmiert. Energiezelle? Sicher keine. Tja. Und vielleicht. Vielleicht Gamora. Da oben müssen noch mehr Maschinen sein. Gamora, hilfst du mir mal? Natürlich. Hier oben ist definitiv was. Offensichtlich. Elektrischer Schalt, Aktivierung mit Strom möglich. Aha. Das hat nicht funktioniert. Was machst du da oben? Experimente! Ja, yeah, es hat geklappt! Weißt du, diese Dinger kann man höchstens als Werkzeuge benutzen, aber nicht als Waffen. Netter Versuch. Entsperren wir den anderen. Okay, Gamora. Machen wir uns an den zweiten. Okay. Da. Oh, ups. Ach, warum wechsle ich immer? Komm wieder runter! Oh, der verwenden. Jetzt wollen wir mal sehen, was wir. Oh, Mist! Blitzschuss. Drück 2, um den Blitzschuss auszurüsten. Blitzschüsse werden zwischen Gegnern, die nahe nebeneinander stehen, zu Querschlägern. Vom Blitzschuss getroffen Gegner sind kurzfristig außer Gefecht. Leute! Sehr schön. Wir kriegen Besuch! Ja, es sind mehr von diesen infizierten Freaks! Ich gehofft, wir finden hier das Notfall vor, aber doch nicht so! Jetzt müssen wir, wer ihn infiziert hat. Aber warum? Stimmt nicht, den Nova-Core-Panzer um! Erinnert mich daran, meine Klinge zu schärfen! Nach dieser Sache werden wir alle ein paar Reparaturen brauchen. Ich bin groß! Ich koordiniere. Ein paar von denen haben Upgrade, das? Das spüre ich, ihre gatterlichen Angriffe vielleicht sogar. Ich werde mich auf diese Nacht kümmern. Setzt eure Ausrüstung und fort! Genau! Okay. Gibt, der nicht verrückt ist! Anscheinend gibt es in dieser Galaxie mehr Irre als normal und wie uns.
wir es einfach hinter uns! Und drauf, Drax! Du bemühst dich vergeblich! Ha! Mach den Groot mit ihnen, Groot! Blatt. Definitiv nicht das Novakor, das ich zu finden hoffte! Nein, aber genau die, die ich erwartet hatte! So, jetzt weg! Das wird nicht passieren! Feuergefechte an dem Schiffsreaktor machen mich etwas nervös! Er ist wahrscheinlich gegen Blasterbeschuss abgeschirmt! Rocket! Lass sie weg! Weiter geht's, Tiger! Auf dich kann ich immer zählen, Gamora! Oh. Das wird gefährlich. Binde sie fest! Ich kümmere mich um alle! Lasst euch nicht ablenken! Nein, schlechte Idee! Erledige erst den Mörderturm! Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt. Hoffentlich haben wir im Krieg nicht an der Seite von diesen Leuten gekämpft. Hallo, Fein. Augen auf, Ziel, Peter! Die nächste Runde geht auf mich! Oh je. Runter von mir! Der Feind ist hartnäckig! Ich muss ziemlich darauf, die Einzelne auszuschalten. Das ist nicht das Novakor! Die können uns nicht verantwortlich machen! Das wäre es fast gewesen! Danke, Oha! Drax. Ich muss ein bisschen heilen. Das sieht echt nicht gut aus! Wieder ein durchgedrehter Novakor-Soldat am Boden! Es war notwendig! Das Rumpeln hat aufgehört, als wir den Reaktor von der Decke weggedreht haben. Wir müssen nach oben und den Grund ermitteln für den Hundebericht. Rocket, was sagt dir die Konsole? Dass du uns die Ehre geben solltest. Okay. Überraschung! Das ganze Ding ist ein Aufzug. Wir können bis ganz nach oben fahren. Wahrscheinlich kriegen Nova Fußsoldaten und Mechaniker die coolen Fluganzüge nicht. Typisch. Niemand respektiert heutzutage seine Ingenieure. Wer Effizienz will, muss seinen Experten gute Ausrüstung. Oh, klar. Stärkle! Sie setzen uns fest! Die Flagge haben den Kern wieder de-reinvertiert. Dann müssen wir ihn re-de-reinvertieren. Nachdem wir einige Feinde erledigt haben. Ich bin dein Ende! Vorsicht, sie packen die großen Geschütze auf! Nur ein schreckliche Verseuchungsmaschine! Ja. Diese Minen gehen mir langsam auf die Nerven! Ach du Dreck! Ich bin Groot! Ja, verdammt, der Ehrenlos ist definitiv ein Prioritätsziel! Ich bin Groot! Ich werde mich um diese Narren kümmern. Setzt eure Untersuchung fort. Danke, Drax, aber ich kann nicht denken. Peter wurde geknutzt. Ich muss dich jetzt um Hilfe bitten. Der Feind ist hart. Quill hat's gerade erwischt. Rasend komisch. Stimmt, der Strom kann ich auch nicht wiederbeleben. Ich komme nicht durch. Blitz. Getroffen. Was jetzt, Peter Quill? Ich werd's nicht schaffen, Quill. Der Nager wird überwältigt. Ja, sieht scheiße aus. Alles in Ordnung? Peter Quill, ich hab dich gefroren. Der Große hat Knie. Es wird mir Spaß Unglaublich, dass ich dabei Hilfe gebraucht habe. Ach du Scheiße. Ich muss selber erstmal übernehmen. Alles für dich, Drax. Spüre meinen Kummer. Mach sie fertig. Ich gehe mal von hinten. Ja, der hat zu chaotisch. Lass dich einfach nicht von den großen Bummen erschießen, Kumpel. Hast du dich doch noch nie so lebendig gefühlt? Die summenden Zaubererwächter sind hartnäckig. Geht mir genauso. Wir sollten ihn ausschalten. Na komm. Ich kümmere mich um alle. Lasst euch nicht ablenken. Genau. Weggeschockt. Gruppe bilden!
kurze Pause hier überbilden. Motivationsrede. Er sagt, wir sind komplett unterlegen. Wir müssen uns zurückziehen. Und so ungern ich es zugebe, Groot hat nicht Unrecht. Die Chancen stehen leider nicht gut für uns, Quill. Die Chancen sind mir egal. Ich lache Göttern ins Gesicht. Wir sind hier und wir sind kampfbereit. Und jetzt gehen wir wieder raus und erleuchten die Nacht mit diesen Typen. Wer ist dabei? Der Sieg ist unser! Kaum erwarten, sie zu erledigen! Das klappt!